Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind hier auf der Form Next am Stand von Prusa und ich habe hier jemanden gefunden, der sogar Deutsch spricht und der uns jetzt mal ein bisschen die wunderschöne Prusa Pro AFS, wofür steht das? Wow, schwierige Frage zuerst. Pro AFS, das ist die Prusa Automated Farm System und das ist quasi unsere Antwort zu der Zukunft der Herstellung, was additive Fertigung, vor allem FDM angeht, mit einem vollautomatisierten Druckfarmsystem. Ja, cool. Jetzt habe ich mir das Ganze schon angeguckt. Ich bin ziemlich begeistert davon. Das sieht so aus, als wenn, ich sage jetzt nicht zu den Druckern, die da drin stehen, aber die sind nicht statisch gelagert, sondern die sind, die bewegen sich noch ein bisschen, die haben noch ein bisschen Spiel. Genau, also grundsätzlich, weil das so ein modulares System ist, haben wir das so entwickelt, dass die Drucker an sich auch austauschbar sind. Die sind auf Schienen, das kann man auch schön hier sehen. Das ganze System soll halt sehr agil sein wie möglich, gerade in einem industriellen Setting. Wenn zum Beispiel ein Drucker kurzfristig ausgetauscht werden muss, kann man von hinten an die Farm gehen, kann den Drucker rausnehmen, mit durch einen anderen ersetzen und deswegen sind die dementsprechend auch so gelagert. Okay, cool. Was passiert mit den fertigen Drucken, die man jetzt da in den Druckern drin hat? Hier kommt die ganze Automatisierung ins Spiel. Wir haben einen automatischen Pickerarm. Durch das System wird sofort erkannt, wann ein Druck fertig ist. Das wird dann von diesem Pickerarm auch automatisch vom Druckbett entfernt. Und dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man kann das auf dem Fließband oder in Auffangbehälter transportieren oder in ein Regalsystem, wo das dann auch nochmal dann von einem Mitarbeiter auf Kontrolle kontrolliert werden kann, bevor es dann weitergeht mit dem nächsten automatischen Druck. Ja, sehr cool. Und ihr habt da unten dann entsprechend noch so eine Vorrichtung, die jetzt, habe ich mir sagen lassen, nicht final in das Produkt reinkommt, sondern um die Drucke halt von der Platte zu poppen sozusagen. Genau. Warum wird die nicht im finalen Produkt drin sein? Also das sind halt diese zwei Möglichkeiten, entweder als Regal oder halt mit so einem Entfernungssystem, wie es momentan drin ist. Das sieht halt auf den Expos ziemlich cool aus, deswegen ist das jetzt auch hier drin, damit man so ein bisschen veranschaulichen kann, wie es funktioniert. Es ist halt vor allem für Massenproduktion die bessere Option, aber das Regalsystem ist halt besser, wenn man viele individuelle Produkte hat und dort einfach mal nochmal persönlich ein Auge drauf werfen möchte. Ja klar. Das ganze System wird aber später jetzt nicht wie hier, wird dann komplett enclosed sein, richtig? Dass auch vorne dann entsprechend zu ist, dass da keiner rein greifen kann und dass die Temperatur gehalten wird? Genau. Das ist, also grundsätzlich ist hier schon Plexiglas davor. Das ist jetzt nur hier auf der Messe nicht da für die Anschaulichkeit. Aber halt auch, um die Temperatur ein bisschen besser zu kontrollieren in dem ganzen System, wird das dann mit voll enclosed sein und halt auch ein bisschen größere Sicherheit dadurch, Temperaturgenauigkeit, damit das alles ein System ist dann. Ja, cool. Welche Materialien kann ich denn damit drucken? Wahrscheinlich die Standardmaterialien vom i3 momentan, aber gibt es da noch irgendwelche extra Materialien für den industriellen Gebrauch oder so? Also gerade weil das ja auch für die Industrie gedacht ist, wird das System natürlich auch weitere industrielle Materialien drucken können. Deswegen hat man auch den Bauraum, der beheizbar, kühlbar ist, je nachdem, was die Anforderungen sind. Das Nozzle-System mit dem Extruder da hat dann natürlich auch die Kapazität, auch eher technische Materialien zu drucken und dementsprechend die normale Materialpalette und alles weitere, was darüber hinaus auch geht. Okay. Und was wird jetzt der ganze Spaß kosten? Ich denke mal so für den normalen Benutzer zu Hause wird sich das Ding nicht lohnen, aber wo liegen wir da ungefähr preislich? Also es kommt drauf an, weil es natürlich ein modulares System ist, gibt es da unterschiedliche Optionen. Wir sind jetzt mit den ersten Einschätzungen für die ersten paar Systeme, die rausgehen, haben wir eine Abschätzung. Das wird ein 10-Drucker-System sein, wird preislich zwischen 45.000 und 50.000 Euro liegen. Das Konzept dahinter ist, nicht alle 10 Drucker drin zu haben, sondern eher, wie man es hier sieht, 9 Drucker. Und dann, wie eingangs gesagt, dass wenn ein Problem bestehen sollte, was natürlich, weil es ein Prusa-Drucker ist, nie der Fall sein wird. Aber sollte das passieren, kann man natürlich eins der Drucker rausnehmen, den 10. Ersatzdrucker reintun und dann entspannt die Reparaturen beim anderen Drucker, den Drucker uns schicken oder sowas in der Richtung. Dementsprechend 10 Druckersystem bei dem Preis circa. Und wann wird das ganze System verfügbar sein?
Die ersten Industriekunden fangen jetzt an, die abschließende Testingphase mit uns gemeinsam zu machen. Und wir hoffen dann Ende 2023, Anfang 2024 die ersten Serienprodukte auch rauszubringen. Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank fürs Interview. Gerne doch. Und noch viel Erfolg auf der Messe. Lieben Dank. Gleichfalls. Danke. Ciao, ciao.